Okay. Scheiße! Scheiße! Nein! 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 Ciao zusammen! Willkommen im neuen Jahr 10. Ja, mein erstes Video 2020 und ja, jetzt kam gerade heute, doch heute, oder? Heute ist der Dritte, genau. Heute kam Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch raus. Ich habe sie gleich direkt im Nintendo eShop heruntergeladen. Mittlerweile kaufe ich die Spiele fast nur digital, also kaum mehr physisch, außer natürlich Ring Fit, weil das nur so geht. Aber ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von digitalen Downloads im eShop. Und ja, ich habe absolut kaum Ahnung von dem Spiel. Ich habe nur diesen einen Trailer gesehen. Es gab, glaube ich, auf Nintendo DS ein Vor nein, Nachfolger, Vorfolger, nein, wie sagt man das? Nachfolger und ein Vorfahre. Ach, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe das auch nicht gespielt, also ich lasse mich mal überraschen. Weiß nicht, ob man das überhaupt auf dem TV mit dem Pro Controller spielen kann. In den Trailern sagen wir das nur im Handheld-Modus. Okay. Ich kann schon mal nicht auf A drücken. Kann ich mal schon auf A drücken und ich muss dann nicht den Nutzer auswählen. Also in neueren Spielen ist es so, dass man den Nutzer erst in der App auswählt. Alles klar. So, also nehme ich mal die Joy-Cons. Der grüne sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus vom Greenscreen her, aber ich drücke mal A. Okay. Okay, schnelles Spiel. Also muss man da gar nicht den Nutzer auswählen, oder wie? Okay, schnelles Spiel. Hier sind flinke Finger gefragt. Fordern Sie Freunde heraus. Und tägliche Übungen. Regelmäßiges Gehirntraining enthält auch Sudoku. Okay, also ich denke mal, ich nehme mal das. Tägliche Übungen sind mit TV-Modus nicht möglich. Okay. Und schnelles Spiel ist das möglich? Okay, also schauen wir uns zuerst mal das an. Willkommen bei schnelles Spiel. Hier erfahren Sie einige neue Übungen für das Gehirn, bei denen flinke Finger gefragt sind. Ich empfehle Ihnen, gemeinsam mit Freunden und Familie zu spielen. Geht das nur zu zweit? Okay, geh mal dahin. Schnelltest des geistigen Alters. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt 17. Ich habe im November Geburtstag und mal sehen, ob ich jetzt auch wirklich 17 bin vom geistigen Alter. Also, bei Schere, Stein, Papier erkennt die IR-Kamera des rechten Joy-Con-Controllers Gesten. Befolgen Sie so schnell wie möglich die Instruktionen auf dem Bildschirm. Formen Sie mit Ihrer Hand Schere, Stein oder Papier. Es geht nicht darum, das Duell immer nur zu gewinnen. Die Aufgabe kann auch sein, zu verlieren. Passen Sie gut auf. Also fangen wir an. Okay, also ist das auf Zeit oder wie? Alles klar. Ich sehe mal an, ich brauche nur den rechten Joy-Con und dann werde ich dann da mit der Hand so Gesten machen. Also die IR-Kamera wurde bisher kaum verwendet. Bei One-Two-Switch, bei diesem einen Game, dann bei Nintendo Labo wurde die IR-Kamera verwendet jetzt da. Oder wurde die sonst auch irgendwo verwendet? Ich habe keine Ahnung. Die wird so selten verwendet, diese IR-Kamera. Okay, also. Stellen Sie bitte ein, ob Sie mit rechts oder links schreiben. Rechts. Entfernen Sie ja, von der Konsole. Und mit Helm nicht, weil ein Hand möglicherweise nicht richtig erkannt. Ich glaube, ist das Softboxen, aber ich hoffe mal, es geht. Also, oh mein Gott, ich sehe die Kamera. LOL. Wilde IR-Kamera. Okay. Okay, und was muss ich? Nach oben, um zu be. Okay, was muss ich jetzt machen? Aha, einmal. Nein, nein. So. Freie Handfläche, ich will verlieren. Papier. Ich muss das Papier zeigen. Muss ich jetzt. Hä? Es funktioniert nicht. Keine Hand erkannt. Wie weit entfernt muss das sein? Muss das so weit entfernt sein? Hä? Keine Hand erkannt. Wann kann ich das abbrechen? Ja. Ich mache das nochmal und ich schaue zuerst mal auf die Regeln. Na gut, ist dasselbe. Warum funktioniert das nicht? Moment mal, ich habe eine Idee. Die haben ja gesagt, keine hellen Oberflächen, deshalb nehme ich jetzt mal die schwarze Wii U-Konsole. Die brauche ich eh sehr selten. Ich lege die mal daher auf den Tisch hin und vielleicht sorgt die als für einen guten Hintergrund. Okay, jetzt. Oh, scheiße, es ist gerade nach unten gefallen. Oh, ich hätte es auf diese Seite hinpacken sollen. Genau, da ist es ein bisschen abgerundet. So, gut. Und jetzt ist das vielleicht ein guter Hintergrund. Hoffentlich, bitte. Man kann doch die Hand erkennen bei dem Bild. Oder muss die so mittig sein? Also, wenn man es vergleicht mit dem linken Bild, geht das ja eigentlich sehr gut. Ich schalte mal die Softboxen aus.
Der Greenscreen funktioniert vielleicht nicht mehr ganz so gut. Hoffentlich geht es jetzt. Es funktioniert einfach nicht. Ich gehe mal zum nächsten Spiel. So, ich kann die View-Konsole wieder hinlegen. Okay, also ich gehe mal zurück. Finger rechts brauche ich da. Nein! Nein! Nein, ich will. Braucht man da überall? Ein Wettkampf, nein. Fingerübungen brauche ich. Nein, okay. Da braucht man überall und das ist Wettkampf. Das ist dann mit zwei Spielern-Modus. Okay. Dann mache ich halt die täglichen Übungen. Und jetzt muss ich die Switch aus dem Dock herausnehmen. Und dann muss ich irgendwie mit dem Smartphone wahrscheinlich filmen. Oh scheiße, ich habe gar keinen Kickstand mehr, weil der ist mir einmal im Bus irgendwie runtergefallen. Ich habe es später gemerkt. Aber der war sowieso schon so kaputt. Aber jetzt kann ich die Switch nicht mehr hinschauen. Und jetzt ist das Ganze im Hochformat. Okay, also gut, ich installiere mal schnell mein ganzes Setup mit dem Smartphone und so. Leute, wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade das alles aufgenommen. Eigentlich, aber ich habe vergessen, auf meinem Smartphone auf Aufnahme zu drücken. Ja, super. Aber jetzt sollte hoffentlich alles gehen. Greenscreen ist da, Belichtung ist da, Smartphone nimmt auf, ja. Es nimmt auf. Und jetzt muss ich leider alles von vorne machen. Ah, so blöd, weil meine Reaktion war so gut und alles. Ah, das schmerzt richtig. Okay, also. Ich bin jetzt am Handheld-Modus. Es ist alles im Hochformat. Genau, das sind meine Joy-Cons und mein Stift von dem Mario Maker 2. Den habe ich bekommen, als ich das Spiel vorbestellt habe. Bei Dr. Kawashima kann man auch einen Stift bekommen, aber ich nehme mal an, das wird exakt dasselbe sein, nur mit einer anderen Farbe. So, alles gut. Schnell ein Spiel, das kann man im TV-Modus machen, aber es ging nicht, aber jetzt tägliche Übungen. Eben auf meinem Hauptaccount habe ich es eben gemacht, aber eben da habe ich nicht aufgenommen. Also wenn ich habe jetzt, ich sehe da keine Möglichkeit, die Daten zu löschen, also werde ich jetzt mal mit einem anderen Account, mit meinem zweiten Account das machen. Das ist ein bisschen blöd, weil da CTV 2 steht, aber egal. Schön, Sie kennenzulernen, CTV 2. Ich heiße Ryuta Kawashima und bin Neurowissenschaftler an der Universität Tohoku in Japan. Ich freue mich darauf, Sie näher kennenzulernen. Ab einem Alter von 20 Jahren nimmt die Funktionalität des Gehirns zunehmend ab. Ich bin noch 17. Man vergisst leichter etwas. Kann sich nicht mehr an Namen anderer Leute erinnern. Ja, das stimmt. Kennt ihr diese Lehrer, die nach 2,5 Jahren immer noch nicht alle Namen können? Ich hab ein paar solche Lehrer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch solche Lehrer habt, die die Namen einfach nicht merken können. Oder tendiert zu Ungeduld oder Gereiztheit. Kommt Ihnen all das bekannt vor? Ja, aber nicht bei mir. Lassen Sie uns jetzt beginnen. Als erstes möchte ich mit Ihnen Ihr geistiges Alter ermitteln. Wir haben Daten von Personen im Alter zwischen 20 und 79 Jahren gesammelt. Ihre Ergebnisse werden mit den Referenzdaten abgeglichen und es wird ein Alterswert ermittelt. Und welche Hand schreiben Sie? Rechts. Bevor wir mit dem Test des geistigen Alters beginnen, hätte ich eine Frage. Bei Schere, Stein und Papier für die IR-Kamera? Nein, 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 nein. Ich hoffe, das war alles auf Aufnahme. Doch, das sollte alles aufgenommen worden sein. Aber jetzt werde ich dann offscreen mal schauen, ob es klappt, technisch mit der Hand und so. Also ich werde mal jetzt sagen, nicht verwenden. Vielleicht dann später. Dann geht es jetzt mit Rechnen weiter. Dabei müssen Sie Ergebnisse aufschreiben. Für diesen Test verwenden wir die Übung Minuskette-Test. Hier wird die kurze Gedächtnis auf die Probe gestellt. Genau, subtrahieren Sie wiederholt. Man muss immer die Zahl immer wieder subtrahieren, also immer minus dieselbe Zahl. Und da war ich vorher richtig schlecht. Wurde richtig, richtig schlecht. Aber mal sehen, ob ich jetzt besser machen kann, weil ich hasse Kopfrechnen. Ich liebe zwar Mathematik, ich will auch später Mathematik studieren. Mathematik ist mein absolutes Lieblingsfach, aber Kopfrechnen, schnelles Kopfrechnen, das hasse ich. Ich bin da immer mega im Stress, ich will da möglichst schnell sein, aber da bin ich im Stress, dass ich es falsch habe und ich hasse das einfach. Aber jetzt muss ich das halt machen. Genau, man immer das abziehen, das wird dann schwarz gemacht, genau. Schreiben Sie so schnell wie möglich. Und das jeweils letzte Ergebnis ist so kurz sichtbar und wird dann schwarz übermalt. Wenn Sie die übermalte Zahl vergessen haben, berühren Sie Neustart. Also fangen wir an. Okay. Ein Lehrer hat mal gesagt, man muss immer von einem Test diese Übung machen. Also so, immer mit der Daumen und aller Finger. Dass das scheinbar irgendwie für das Gehirn gut sei. Als Vorbereitung auf einen stressigen Test.
So, gut, ich bin jetzt bereit. Test beginnen und ich hoffe mal, dass ich diesmal etwas Besseres einwählte, weil letztes Mal bei der Aufnahme, die eben nicht aufgenommen hat, die nimmt immer noch auf, das ist gut. Da war ich total schlecht. Also, schreiben Sie so schnell, wie Sie können. Immer 8 abziehen, also 81, genau, dann 73, dann immer 2, nein, das ist 56, ja, 5, 7, dann 4, 9, 4, 1. Oh, ich muss so eine 4 schreiben. 4, 1, dann, oh mein Gott, nein, 3, 3, oder? Dann 2, 5, dann 1, 7 und dann, nein, 9 und dann 1. Ah, oh, aber die 4, ich schreibe die 4 immer so und nicht so. Also ich schreibe eine 4, die geschlossen ist und das hat sich akzeptiert. Also ist blöd. Okay, damit wir Ihr geistiges Alter und Ihre Trainingsergebnisse festhalten können, werden wir als erstes Ihr persönliches Profil erstellen. Geburtsdatum, egal, ich muss es schreiben. 16. November 2002. Ich bin jetzt 17 Jahre alt. Und dieses Jahr wirklich 18. So. Genau, ja, das kann man nicht beenden, das ist korrekt. Fertig, wir gehen davon aus, dass 20 Jahre der bestmögliche Wert für das geistige Alter ist. Okay. Scheiße! Scheiße! Nein! 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 Oh, letztes Mal, bei der ersten Aufnahme, die schiefgelaufen ist, drückte ich immer auf Neustart, weil ich dachte, dass ich könnte das alles resetten, aber nein. Und da war ich dann mega lang, dann bekam ich halt 80, was das schlechteste Wert ist. Und ich dachte, dass ich jetzt einigermaßen gut bin. Aber wenn 20 Jahre das Beste ist und ich jetzt 70 Jahre habe, oh mein Gott, das ist so schlecht. Scheiße, ich muss noch an mir arbeiten. Aber die Schrift hat manchmal nicht so gut erkannt. Das war ein bisschen scheiße, vor allem die 4. Ich schreibe eine 4, die geschlossen ist, nicht offen. Oh, ich muss mich doch umgewöhnen. Hoffentlich kann man das noch einstellen, aber ich denke mal nein. So, Kamera nimmt alles auf. So. Sind das Ergebnis dieses Wert nur als ein Richtwert an? In dem Gehirn schlummert noch eine Menge verborgenes Potenzial. Ich hoffe es. Achten Sie einfach darauf, Ihr Gehirn in allen Lebenssituationen einzusetzen. Ja, mache ich glaube ich schon automatisch. Oder wie kann man ohne Gehirn leben? Da dies nur ein Probedurchgang ist, werden Ihre Ergebnisse übrigens nicht aufgezeichnet. Ja, zum Glück. Sobald Sie einen regulären Test absolviert haben, werden detaillierte Resultate angezeigt. Die moderne Technologie hat unser Leben leicht und bequem gemacht. Oh, jetzt kommt der richtige Real Talk von diesem Dr. Kawashima. Real Talk. Das führt allerdings auch dazu, dass Gehirn und Körper weniger gefordert werden. Das stimmt aber wirklich. Es ist wirklich echter Real Talk. Wozu genau benutzen wir unser Gehirn also eigentlich? Ja, für alles eigentlich. Wir haben versucht, Gehirnaktivitäten mit brandneuer Technologie zu erfassen. Sehen Sie sich erstmal diese Abbildung des Gehirns an. Dieses Gehirn befindet sich gerade im Prozess des Nachdenkens. Das ist ziemlich wenig aktiv. Die linke Seite des präfrontalen Kortex arbeitet ein bisschen. Diese Abbildung gibt den Zustand beim Fernsehen wieder. Nur der Hinterhauptlappen, ich bin auch ein Lappen bei diesem Ergebnis 70 Jahre, aber jetzt geht es um den Hinterhauptlappen für das Sehen. Und den Te Temporallappen für das Hören. Arbeit auf beiden Seiten des Gehirns. Hier sehen wir ein Gehirn, das einfache Rechenaufgaben schnell löst. Ja, mein Gehirn war, glaube ich, noch mehr überfordert jetzt bei dieser Aufgabe. Ich hasse Kopfrechnen. Aber da kann ich jetzt das vielleicht ein bisschen trainieren damit. Wie Sie erkennen können, gibt es ganz viele Stellen auf beiden Seiten, die aktiv arbeiten. Diese Aufnahme zeigt das Gehirn beim lauten Vorlesen. Also, ja, genau jetzt. Mein Hirn ist richtig aktiv. Oh, shit. Sie sehen, dass verschiedene Teile des Gehirns auf beiden Seiten intensiv arbeiten. Solche Forschungsergebnisse wurden bei den Übungen dieser Software berücksichtigt. Da geht es nämlich unter anderem um Rechnen und lautes Zeitungslesen. Diese Übungen sollen den präfrontalen Kortex zu erhöhter Aktivität anregen. Aber das mit Vorlesen kann da gar nicht geprüft werden, weil die Switch gar kein Mikrofon hat. Aber ja, bei One to Switch gibt es ja dieses eine Gorilla-Spiel, wo sie sagen, man muss Gorilla-Geräusche machen, aber das bringt gar nichts, weil die Switch gar kein Mikrofon hat. Auch die Joy-Cons nicht. Aber egal, es wird andere Übungen geben.
also ein Bereich des Gehirns, der für die komplexesten Prozesse im Gehirn zuständig ist. Für diese Software haben wir den präfrontalen Kortex analysiert und nur Übungen mit aufgenommen, die bei diesem zu erhöhter Aktivität beitragen können. Der Nintendo DS-Teil, Dr. Kawashibas Gehirnjogging, wie fit ist Ihr Gehirn? Habe dieses Spiel gespielt? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt. Ich habe es noch nie gespielt und auch kaum was davon gehört, aber ja, scheinbar gibt es dieses Spiel als Vorgänger von diesem Spiel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es große Unterschiede gibt oder ob das Spiel eigentlich dasselbe ist. So, war auch darauf ausgelegt, zur Stimulierung des präfrontalen Kortex beizutragen. Wir haben mit dem Titel 32 junge und 32 ältere Leute getestet. 16 Personen pro Altersgruppe haben 4 Wochen lang an 5 Tagen pro Woche je 15 Minuten gespielt. Dabei fanden wir heraus, dass Mitglieder der Gruppe, die das Spiel gespielt hatte, verbesserte exekutive Funktionen aufwiesen und Dinge schnell verarbeiten konnten. Sein Gesicht da. Ich kann da drauf tippen. Nunchiatal 2013, das verstehe ich. Was meint er damit? Was meint er damit? Keine Ahnung. Da auch diese Software darauf abzielt, den präfrontalen Kortex zu stimulieren, kann man davon ausgehen, dass sie sich möglicherweise auf Gehirnfunktionen auswirkt. Machen Sie mit bei meinen Übungen, bleiben Sie stets am Ball. So, gut. Und da kann ich jetzt einen Test des geistigen Alters machen und eine Weltmeisterschaft. Das kommt auch mit einem Update, okay. Einstellung, was kann ich da machen? Stempel. Schauen Sie einen Stempel. Ich kann da... Nein, Spaß. Ich lasse das alles so, wie es ist. Ich kann eine neue Art einstellen. So wie bei Ring Fit. Ja, Ring Fit ist, um den Körper zu trainieren. Und das ist jetzt, um das Gehirn zu trainieren. Hey, die Switch ist wirklich gut. So, aber was gibt es sonst noch zum Einstellen? Kalenderansicht, bevorzugte Hand, Rangliste. Erkennung der Zahl 5. Wie ich die Zahl 5 schreibe. Also so, so, so. Hä? Keine Ahnung, was der mein Standard. Nur 2 Züge. Keine Ahnung. Credits. Ne, das schaue ich dann am Ende vom Let's Play an. Also in der nächsten Folge schauen wir uns den Test des geistigen Alters an. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben und schreibt auch eure Ergebnisse rein. Falls ihr das Spiel auch gekauft habt, was euer geistiges Alter war beim allerersten Test. Aber ich glaube, das war noch nicht ein richtiger Test. Da wird dann der richtige erste Test folgen. Aber das ist in der zweiten Folge. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, denn bald kommt schon die nächste Folge. Und auch morgen oder so kommt der Jahresrückblick. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.